Morgen, ihr Lieben. Wir fahren heute zum Spielplatz und ich nehme euch dabei mit. Ich suche den Kindern jetzt was zum Anziehen und dann fahren wir auch direkt los. Also auf dem Spielplatz könnte man auch nass werden, deswegen nehme ich auch Wechselklamotten mit. Und es wird heute richtig warm. Nehme ich einmal das Kleidchen mit. Nochmal dasselbe. Willst du das anziehen? Okay. Ich will auch. Das ist Köln und Cheeks. Oh nee. Kopf hoch. So, supi. Ich habe ein viel besseres Kleid gefunden, und zwar das hier. Und die Große hat genau dasselbe. Möchtest du das auch anziehen? Okay. Das ist mein Lieblingskleid. Nein, okay. Diese Boxen hier sind so praktisch. Ich packe hier mal alles ein, was ich mit nach unten nehme. Und dann kann ich das alles so mitnehmen. Und später packe ich sie dann wieder hoch. Zuerst wird natürlich Frühstück gemacht. Es gibt wie immer Eierlitschis. Ich bin gerade total im Zeitdruck, deswegen konnte ich jetzt nichts Richtiges machen. Ich habe jetzt einfach Marmeladenbrote geschmiert. Für mich habe ich so Sandwiches gemacht. Ja, da habe ich schon abgebissen. Dann Wasser, Banane, Äpfel, so Würstchen, Chips. Und mal sehen, was ich noch... Ach so, Eier nehme ich auch noch mit. Mein Mann hat für sich auch gepackt. Aber der schlaue Fuchs hat das gestern Abend schon gemacht. Das ist alles für ihn, das nimmt er mit. Übrigens, Leute, ich kann euch diese Edelstahlflaschen total empfehlen. Ich mag Flaschen aus Plastik überhaupt nicht. Ich finde, die nehmen dann den Geschmack von Plastik auf und ich finde das super eklig. Vor allen Dingen jetzt in der Schwangerschaft konnte ich das gar nicht trinken. Und das Wasser in den Edelstahlflaschen bleibt einfach so, wie es ist. Es ist echt richtig toll. Also die sind ein bisschen teurer, aber ich finde, es lohnt sich allemal. Ich verlinke euch die unten in der Infobox und das ist keine Werbung. Ich habe bis jetzt noch keine einzige Kooperation, weil ich mir das ganz, 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 ganz genau überlege, wen ich da annehme. Ja. So, wir sind alle fertig. Wir sitzen jetzt im Auto und fahren los. Freut ihr euch auf den Spielplatz? Ja! Und du? Ja! Und du? Yippie! Wir haben jetzt eine Stunde Fahrt hinter uns und wir sind auch gleich da, nur noch 2 Kilometer. Mein Mann muss eben auf Toilette, deswegen sind wir gerade an der Tankstelle. Und dann geht es los, ich freue mich und wir sind viel zu spät. Wir wollten eigentlich um 10 Uhr losfahren, um 11 Uhr da sein, aber wir haben es jetzt schon 11:30. Und eigentlich wollte ich um 8 Uhr losfahren, damit wir um 9 Uhr da sind, aber mein Mann musste ja joggen gehen. Naja, nicht so schlimm. Oh mein Gott, die Armen. Oh mein Gott, sind die abgemagert. Junge, das ist nicht mehr normal. Ja. Armer Hühnchen. Aber ihr dürft den Wunsch nicht laut sagen. Wünscht euch was ganz leise und dann schmeißt das Geld rein. Ja. Du musst Kyla hochheben. Okay, los. Jayla, wünscht dir was? So. Kyla, wünscht dir was? Ich gehe da. Super! Aber nicht von hinten dran gehen. Ja und? Können die nicht treten oder was? Weiß ich, Kyla. Seit wann kann man die dann streicheln? Oh. Ja. Mama! Bum. Bum. Ich war mal Bum. Ui, 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 Mama! Adrenalin pur!
Elefant! Der echte? Elefant! Ja, Madrid, kannst du das Elefant? Elefant! Du machst gleich nach! Spritz, spritz, spritz! Jetzt! Oh, hast du aber Glück gehabt, aber keiner mehr. Boah, sieht aber echt richtig echt aus. Ja, die Augen sind gut geworden. Ja. Ja, geh rein. Ein Gorilla in seiner freien Laufbahn oder wie sagt man, in seiner freien Wildbahn. Nach Nahrungssuche. Und hier gibt's nichts. Keine einzige hat gefunden. Sie werden sich gleich schlagen. Hier ist noch eine. Guck mal, da sitzt eine grüne Fliege drauf. Da. Da ist eine. Tutu! Tschuch, 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 tschuch. Aber sitzen bleiben, ja? Tutu! Okay. Nein, bis 40 Kilo steht da. Fertig, los!
Vögel. Mann, die ganzen Afrika-Tiere. Aber eh die laufen weg. Kukuriki! Aber guck mal, die haben ja klein. Oh Gott, die kleinen. Die hat einen kleinen dazu zum Bein. Wo? Ja, was hab ich denn ausgerufen? Ich würde eben noch einmal alle. Guck, ich kann Affe sprechen. Wollte ich gerade sagen, willst du nicht nach Hause? André. So, der Park hat geschlossen und das war viel zu wenig, oder? Ja, für ihn nicht, aber für uns auf jeden Fall. Und jetzt fahren wir zu Burger King! Ja! Wie fandet ihr es? Ja. Schön! Wie fandest du es? Ja. Ja. Kein Kommentar. Nice. Draußen die Linie auf der Straße. Die Wolken. Die Streifen auf dem Schild. Nein. Das ist schwer. Das Auto. Ja. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist grün. Die Bäume. Ja! Gewonnen, gewonnen! Aua! Wie rutschen die das? Hallo! Einmal gerutscht! Gleich komm wieder! Tut das nicht weh? Ja! Hier hochgehen, das Ding geht nicht! Also rutsche hoch! Okay. Wahnsinn! Essen ist fertig. Oh mein Gott, Leute, ich freue mich so. Ich habe so einen Hunger. Nee, das ist noch nicht deins. Das ist einmal Cheese mit Jalapenos. Was ist das? Und ein Burger. Was ist das? Und mit Käse. Hilfe. Auch Pommes. Und noch mehr. Ja. Endlich Nami Nami. Eine Krone. Endlich Nami Nami. Das ist deins, oder? Eine Krone für... Warte, stopp, stopp, stopp. Ist das meine? Ja, eine für dich, eine für Kaila. Grüßer. So, einmal deine Krone. Tada! Cool. Oh, Papas! Выбирай. Кайла, выбирай, какой хочешь. Nein. Не хочешь? Эмма. Кайла, guck mal, так gerne, ich так gerne. Boah, sieht das lecker aus. Jetzt wieder. Guten Appetit, Kinder. Danke. Und Mayo wollte ich auch, aber wohl. Boah, ich muss sagen, die Burger sehen hier aber richtig lecker aus. Und ich habe dann auch noch mal Chili Cheese Pommes. Ich liebe Jalapenos. Guten Appetit. Ich gehe mal, you Mama. Hier. Habe ich das gemacht. Thomas? Oh nein, nicht so machen. Oh ja. Oh mein Gott, die ist so lecker. Soll ich die jetzt essen oder später? Wir waren jetzt noch schnell bei Kaufland, weil mein Mann heute sündigen will. Und guckt mal, was er alles nur für sich gekauft hat. Erstmal Franz. Das ist nur für ihn. Jayla, warte. Das, das, das. Alter, das. Ja, das ist ja für normales Essen. Das ist für heute Abend. Übertreib. Boah, die sind lecker. Davon glaube ich mir einen, okay? Einen. Wir haben nur zwei Packungen. Und ich habe mir nichts ausgesucht, weil ich nichts Süßes esse. Okay, Leute, ich bin sowas von voll gegessen. Heftig. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ey. Aber es war so ein schöner Tag. Oh mein Gott. Oder, Kinder? Ui. Das war wirklich so ein Tag, wie wir schon lange nicht mehr hatten. So als wenn, weiß ich nicht, wir haben das von morgens bis abends nur genossen, jede einzelne Sekunde. Kein Kind hat rumgezickt. Das war echt, das war so perfekt. Schade, dass er jetzt vorbei ist. Wir haben es übrigens schon 9 Uhr, glaube ich. Oh mein Gott, ich sehe aus. Übrigens habe ich das hier zum ersten Mal probiert. Und das ist. Was denn? Und das ist so lecker. Oh mein Gott. Ich habe Durst.
ich kann mich nicht mehr bewegen, aber wir sind wieder zu Hause. Wir haben es jetzt schon 20 vor 10. Die Kinder sind noch richtig doll wach. Richtig doll wach? Ja. Mann, ich wollte jetzt schon sagen, aber mein Handy liegt da hinten. Ich habe keinen Bock aufzustehen. Und ich muss ja noch jemanden grüßen. So doll liebe ich euch, dass ich für euch jetzt nochmal aufgestanden bin und mein Handy geholt habe. Übrigens, Leute, wenn wir so den ganzen Tag unterwegs sind oder ich sehr viel zu tun habe, dann schaffe ich das auch nicht, Kommentare zu beantworten. Deswegen entschuldige ich mich dafür. Sonst nehme ich mir jeden Tag Zeit, so 2 bis 3 Stunden, um eure Kommentare zu beantworten. Aber heute, ich konnte ja im Freizeitpark... Ich konnte mich ja nicht im Freizeitpark ans Handy setzen und da Kommentare beantworten. So, heute grüße ich die Martha, die Runa, Tara, den Elias, Finja, Leila, Amelia und die Esila. Die Kinder haben einen Lolli bekommen. Aua. Morgen. Okay, Leute, wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Vlog. Tschüss! Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning.